Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Eisengolem vs. Monster. Heute sind die Spinnenreiter dran und wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ist jetzt beim Uploadplan enthalten, dass jeden Samstag eine Folge Eisengolem vs. Monster kommt, weil die so super ankommt bei euch. Also immer sehr viele Klicks und sehr gute Bewertungen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, samstags muss immer eine Folge Eisengolem vs. Monster kommen, eine Eisengolem vs. Monster-Folge. Und ja, heute sind die Spinnenreiter dran, wie gesagt. Und heute auch ohne Dorfbewohner, weil die haben sich sehr schlecht benommen. Die haben randaliert hier im Stadion. Die haben hier ganz viele, die haben das hier zerstört und musste ich alles nach der Aufnahme, musste ich alles reparieren. Es ging so nicht weiter. Ich habe die erstmal alle getötet, weil die sind aus dem Stadion rausgerannt, haben geschrien. So, und dann musste ich die mit dem Bogen hinterher schießen. Und dann waren die alle tot, aber naja, was soll man machen? Wenn die sich schlecht benehmen, geht sowas nicht halt. So, und jetzt geht's auch schon los. Ich spawne hier direkt ein paar Spinnenreiter hierhin. 30 Spinnenreiter, habe ich mir gedacht. Und hier würde ich sagen, spawne ich den Eisengolem. Und da geht's auch schon los, Brudis. So, und da setzt er sich auch schon direkt durch gegen einen Spin. Oh, die hat sich fast gewehrt, aber das... Oh, und das Skelett macht nichts mehr. Skelette haben keinen Bogen. Das ist natürlich so ein Skelett machtlos, wenn die gegen den Eisengolem antritt. Aber die Spinne wehrt sich einigermaßen gut. Ja gut, wehren ist was anderes. Die stößt einmal mit ihrem kleinen Minikopf gegen den Eisengolem-Panzer, gegen den Bum-Bum-Bum, gegen den Tank. Und kann hier nichts dagegen rütteln. Die rüttelt nichts dagegen. Rütteln! Oh, der hier backt im Boden. Der will auch flüchten. Der will durch den Boden. Der grabt sich gerade einen Tunnel oder so. Oh, und ein paar flüchten auf die Tribüne. Das ist auch eine neue Taktik von den Monstern hier. Auf die Tribüne zu rennen. Ist auch überragend. Aber der Eisengolem organisiert erstmal das hier unten. Und dann fliegt er wahrscheinlich nach da oben. Um die da oben auch noch zu holen. Hier in der Ecke ist auch noch einer übrigens. Ja, hier. Aber egal. Er kümmert sich um alles hier. So. Er fliegt einfach jedem überragend viel Schaden zu. Der fliegt auch mal erst nach oben. Der fliegt auch nach oben. Oh, jetzt rennen die ihn. Oh, jetzt. Zwei Skelette haben so getan, als würden sie angreifen. Aber haben sie doch nicht. Jetzt sehen sie aus wie so halbe Zombies. Zombies auf jeden Fall. Zombies. Oh, wie er sich hier durchsetzt. Das ist ja sensationell. Das ist ja überragend. Überragend. Oh, Mann. Oh, jetzt wird ein Skelett zurückgebackt. Nices Ding. Und wer ist hier noch drin? Hier ist nicht mehr viel drin. Wir droppen ganz schön viele Sachen. Oh, was macht der Eisengolem? Er guckt nach oben. Er guckt den Spinnenreiter hier an. Und wie durch ein Wunder fällt er runter. Hä? Wie durch ein Wunder fällt er runter. Und er wird vernichtet. Klasse, Junge. Oh. Oh, und er fällt auch runter. Und der Eisengolem vernichtet einfach jeden hier, der hier rumrennt. Das ist sensationell. Das ist wirklich überragend gut. Schönes Ding. Da, hier oben. Sorry, Bruder. Sorry, Spinne. Du musst sterben. Tut mir leid. Oh. Wie will er das nur anstellen? Wie will er nur da oben kommen? Wie will er das nur schaffen? Oh, hier hinten ist noch ein Skelett. Hier hinten ist noch ein Skelett. Das müsste er auch noch erledigen, theoretisch. Warte, ich schub's ihn mal an. Weil ein Zuschauer hat gesagt, ich soll den Eisengolem nicht immer schlagen. Deswegen schubse ich ihn eher. So. Und jetzt? Was macht er draus? Oh, wie kann der Eisengolem nur das zerstören? Mit telepathischen Mitteln zerstört er das. Und der Eisendingens, der Spinnenreiter geht hier einfach drüber, über das Geländer und auf die Mörderbahn zurück. Und dieser ist der letzte Spinnenreiter, der hier vernichtet wird. Was macht er draus? Vielleicht kann er ja den Eisengolem bezwingen trotzdem noch. So, und jetzt... Geht er wieder in die Arena zurück? Komm schon. Jetzt kommt er in die Arena und der Eisengolem vernichtet erst das Skelett und dann die Spinne. Und dann ist das Match schon zu Ende. So viel Sachen hat er gedroppt. Und ich würde sagen, das war die erste Folge des neuen Upload-Planes Eisengolem vs. Monster am Samstag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Okay, Kumpel, stell uns nebeneinander, zwei Eisengolem. Bis zum nächsten Video und ciao, Leute!